Wir als Gedenkstätte, wir freuen uns sehr, dass diese Initiative entstand, dass ich habe schon über mögliche Zusammenarbeit mit den Autoren der Seite gesprochen und wir sehen auch schon einige Möglichkeiten und wir als staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, wir sind ein Teil vom polnischen Staat. Dank der Initiative haben wir auch können wir das Wissen über Filiallager auch verbreiten. Aber es ist auch nicht so, das hat auch Herr Munro, Herr Cameron Munro auch deutlich gesagt. Die Historiker von der Gedenkstätte haben in den 50er, in den 60er Jahren sehr stark intensiv gearbeitet, um das Wissen über die Filiallager zu erhalten.